Ich bin wahnsinnig froh. Also war sicherlich alles relativ zügig und unerwartet, aber ja, es ist schon ein Glücksgefühl, jetzt richtig angekommen zu sein, auch irgendwo. Klar lässt man die letzten Jahre dann auch einfach mal Revue passieren und ja, es ist einfach, ich denke zurück und muss halt auch jedes Mal grinsen, weil es halt auch damals schon eine echt schöne Zeit war und ich hatte halt wirklich in jeder meiner Stationen sehr, sehr viel Spaß. Sei es in Großmunzel, Feuerlandinghausen oder in Egesdorf. Fußball war für mich immer sehr, sehr viel Spaß und das hat mich, denke ich mal, dann auch hier hingebracht, weil ich einfach wirklich, glaube ich, keinen Moment hatte, wo ich zum Training gefahren bin und dachte, boah, kein Bock, sondern einfach Bock gehabt zu kicken und ich glaube, das war schon wichtig. Ich wohne immer noch in der gleichen Wohnung. Ich studiere noch immer das Gleiche, was ich vorher studiert habe. Ich habe immer noch die gleichen Freunde. Also für mich hat sich sehr vieles, was ich nicht ändern durfte, auch nicht geändert und das ist sehr wichtig für mich. Ja, natürlich ist es zeitintensiver geworden und ja auch einfach ein Stück weit aufregender, besonderer. Aber ich fühle mich wohl, weil ich neben ja diesem Traum, den ich jetzt gerade leben darf, dann auch wirklich noch mein altes und mein gutes Leben auch noch habe. Das in Bremen war Wahnsinn, das in Karlsruhe war Wahnsinn. Und ich glaube, dass das erste Heimspiel wird für mich auch noch mal extrem neu und extrem krasses Gefühl. Und ja, ich freue mich riesig drauf.